Guten Abend und herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, und der international renommierte Historiker Moshe Zimmermann haben sich vor dem Hintergrund des Anschlags von Halle gemeinsam vor etwa 2 Jahren in einem vielbeachteten Aufsatz zum Thema Antisemitismus geäußert. Wir sind sehr froh, dass beide unserer Einladung gefolgt sind. Leider ist nun Shimon Stein verhindert und wir haben uns vor dem Hintergrund der weiter andauernden Pandemie zusammen mit Professor Zimmermann dafür entschieden, die Veranstaltung nur online durchzuführen. Ich darf Professor Zimmermann ganz herzlich begrüßen. Doch zurück zum Thema Deutschland und der Antisemitismus. 2 Wörter, bei denen uns sofort viele Assoziationen durch den Kopf fliegen. Deutschland hat eine besondere Beziehung und gesellschaftliche Verantwortung bei dem Themenkomplex Antisemitismus und Judenfeindlichkeit. Deshalb ist die Debatte über dieses überaus komplexe Thema auch eine andere als in den übrigen westlich geprägten Staaten. Die Autoren gehen in dem von mir zitierten Aussatz der Frage nach, warum man den Themenkomplex Antisemitismus und Judenfeindlichkeit isoliert von anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit trennt. Dies ist eine der Fragestellungen, mit denen sich die Referenten beschäftigen. Aber auch, was ist eigentlich Antisemitismus? Ist es nicht kontraproduktiv, wenn einem Kritiker der Politik Israels von vornherein ein verdeckter Antisemitismus unterstellt wird? Und wie lässt sich Antisemitismus am besten bekämpfen, beziehungsweise welche Fehler werden bei diesem Versuch häufig gemacht? Bevor nun Professor Zimmermann seine Thesen entwickeln wird, will ich ihn noch kurz vorstellen. Unser Gast ist Professor für deutsche Geschichte. Von 1986 bis 2013 war er Direktor des Richard-Köbner-Zentrums für deutsche Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zu Nationalismus, Antisemitismus, Sportgeschichte, Filmgeschichte und zur deutsch-jüdischen Geschichte und zu den deutsch-israelischen Beziehungen. Darüber hinaus ist er unter anderem Träger des Humboldt-Forschungspreises 1993, des Jakob- und Wilhelm-Grimm-Preises des DAD 1997. Zu seinen Publikationen gehören unter anderem die deutschen Juden von 1914 bis 1945, erschienen im Jahre 1997, und vom Rhein an den Jordan, erschienen 2016. Übrigens hat Moshe Zimmermann auch saarländische Bezüge, denn er war von 1996 bis 1997 auch Gastprofessor an der Universität des Saarlandes. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Schönen Dank für die Einladung, für die Einleitung. Ich hoffe sehr, dass wir nach meiner Einleitung, die nicht länger als 45 Minuten dauert, auch zu einer Diskussion kommen. Ohne Diskussion hat so etwas keinen Sinn. Das Thema dieses Vortrags heißt: Gibt es eine neue Qualität von Antisemitismus? Das Problem beim Wort Qualität ist selbstverständlich, dass es im starken Widerspruch steht zum anderen Wort Antisemitismus. Es geht hier um den Charakter des Antisemitismus, um die Natur des Antisemitismus, letztendlich um die Definition von Antisemitismus. Der Streit um die Frage, was eigentlich Antisemitismus ist, ist ein langer Streit. Und auch die Frage, was neu am Antisemitismus ist, ist eine Frage, die sich immer wieder wiederholt. Es gibt den guten alten Antisemitismus angeblich, und dann kommen immer wieder neue Schichten, neue Arten, neue Formulierungen, die man als neuer Antisemitismus bezeichnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es, und ich beziehe mich vor allem auf Deutschland, kam es zu Ausschreitungen, zu Attacken bereits gegen Ende der 50er Jahre. Und schon damals hieß diese Welle im Jahr 59, 60 der neue Antisemitismus. Die Frage, was daran neu war, sei dahingestellt. Hauptsache ist, der Begriff ist schon gefallen. Es gibt den neuen Antisemitismus.
Etwa 10 Jahre später, also mit der 68er Revolution, kam es wieder zur Benutzung dieses Begriffs neuer Antisemitismus. Man sprach von einem neuen Antisemitismus, der vor allem aus dem linken Flügel der politischen Szene kommt. Und da sind wir schon beim Thema. Die Frage, was am Antisemitismus neu ist, hängt sehr davon ab, wer der Widersacher, wer der Gegner ist, mit dem man abrechnet, gegen den man Maßnahmen unternehmen will. Es ist klar, im Jahr 68 meldet sich die Linke als eine Art Widersacher für die Gesellschaft, die eher konservativ ist. Und deswegen sucht man nach einem neuen Antisemitismus auf dem linken Flügel der politischen Szene. Es gab wieder eine Tendenz, den Begriff neuer Antisemitismus zu benutzen, nachdem es zur Wiedervereinigung gekommen ist. Die Frage war selbstverständlich wieder, also was ist neu an antisemitischen Ausschreitungen oder Äußerungen nach 1990? Wer ist derjenige, gegen den man ankämpfen soll? Ist es die Bevölkerung der ehemaligen DDR? Ist es irgendwie eine andere Komponente der Gesellschaft, gegen die man etwas unternehmen will? Und nun im Jahr 2015 oder um das Jahr 2015 kam es wieder zur Diskussion um den neuen Antisemitismus. Und da meinte man vor allem der Antisemitismus, der entweder aus dem rechten Flügel kommt und sich neu artikuliert in der deutschen Politik, oder der Antisemitismus, der mit der Einwanderung von Flüchtlingen oder von anderen aus dem östlichen Raum hinein in Deutschland kam. Das heißt, kurz, man spricht sehr oft von einem neuen Antisemitismus, ohne genau zu definieren, was an diesem Antisemitismus neu ist. Man versucht nur, neue Adressaten zu finden, neue Widersacher, die man für antisemitisch hält und gegen die man etwas unternehmen will. Meines Erachtens ist jede Diskussion um den Begriff Antisemitismus eigentlich untauglich, wenn man nicht damit beginnt, die Einführung dieses Begriffs in die deutsche Sprache, in die internationale Sprache zu behandeln. Denn der Begriff Antisemitismus ist relativ neu. Ich bin Historiker, also für mich sind 140 Jahre eine kurze Zeit, aber der Begriff wurde etwa oder genau vor 143 Jahren erfunden oder eingeführt. Das heißt, das ist ein Begriff aus dem Jahr 1879. Heißt das, dass es vor 1879 keinen Antisemitismus gab? Die Antwort ist selbstverständlich nein, weil man eben mit dem Begriff Antisemitismus hier etwas flexibler umgehen muss. Der Begriff Antisemitismus wurde erfunden, um einen anderen, älteren Begriff zu ersetzen. Man sprach bis zu dieser Zeit über das, was man Judenfeindschaft oder Judenhass nannte. Judenhass, das ist ein Begriff, der uns schon mindestens 2000 Jahre begleitet. Es ist also ein Phänomen, mit dem man sprachlich neu umzugehen begonnen hat im Jahr 1879. Aber es ist ein Phänomen, wo die Elemente bereits in der tieferen Vergangenheit liegen. Was veranlasst ein Politiker oder ein Journalist, und es war ein Journalist und Politiker, Wilhelm Maher hieß er, M-A-R-R, so einen Begriff zu erfinden? Für ihn
war der Begriff Judenhass oder Judenfeindschaft überholt. Judenfeindschaft beruht auf die Annahme, dass Juden eine religiöse Gemeinschaft sind oder eine Religion, Angehörige einer Religion. Das war für dieser Politiker und für diesen Journalisten in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts schon überholt. Für die Politik, für die sozialen Verhältnisse ist nicht die Religion das Ausschlaggebende, sondern etwas anderes. Was er damit gemeint hat, es geht hier um Ethnien, die gegeneinander kämpfen, oder noch besser, das war ja gängige Art, das zu bezeichnen, um Rassen. Antisemitismus ist ein Versuch, die Judenfeindschaft auf eine neue Basis zu stellen, auf der Basis der Rassenkunde. Und seitdem haben wir eben diesen Begriff Antisemitismus. Nur weiß man als Historiker, die Inhalte des Antisemitismus, wenn man das zu Papier gebracht hat oder wenn man sich politisch organisiert hat in Vereinen oder Parteien, die sich antisemitisch genannt haben, sah man, wie stark die Präsenz der alten Komponenten der Judenfeindschaft noch immer waren, auch in diesem neuen Antisemitismus. Antisemitismus ist also eine neue Bezeichnung für eine alte Erscheinung mit Merkmalen, die typisch sind für die späte, für den letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, wo Rasse, Ethnie eine immer größere Rolle spielen. Dann, wenn wir es so verstehen, müssen wir selbstverständlich sehen, was eigentlich oder wohin der Antisemitismus bzw. die Judenfeindschaft in ihrer modernen Form hingehört. Subspezie, was versteht man Antisemitismus? Wie bereits erwähnt, in dem Moment, wo man den Begriff Rasse erwähnt oder wo der Begriff Rasse relevant wird, befindet man sich in einem breiteren Feld, nämlich im Umfeld des Rassismus. Antisemitismus kann man also als eine Form, eine spezifische Form von Rassismus verstehen und bezeichnen. Und wenn man gegen Antisemitismus kämpft, muss man eben gegen Rassismus kämpfen oder sich mindestens mit Rassenkunde, mit der Rassenkunde oder mit dem, was man darunter versteht, auseinandersetzen. Selbstverständlich ist Antisemitismus auch subspezie Vorurteil zu verstehen. Es gibt Vorurteile. Hier haben wir ein Beispiel für ein Vorurteil, das Leute bewegt, eine bestimmte Haltung gegenüber Juden zu vertreten, zu übernehmen und diese Haltung auch in Taten umzusetzen. Nicht immer wird es in Taten umgesetzt, aber eine Haltung oder vor einer Haltung, die man als antisemitisch bezeichnen kann, ist eben hier die Rede. Nicht weniger relevant ist in diesem Zusammenhang, wenn wir uns im 19. Jahrhundert und weiter befinden, ist der Begriff Nationalismus. Der Nationalismus, die Nation, spielt eine große Rolle in der Definition der Gruppe, die man Juden nennt, nicht mehr als Religion, sondern als Nation. Wenn man will, als Nation auf der Grundlage der Ethnie oder der Rasse. Und da haben wir für das Verstehen des Phänomens Antisemitismus auch einen weiteren Begriff, der relevant ist, nämlich der Begriff des Nationalismus. Selbstverständlich ist auch Antisemitismus unter dem größeren Hut von Xenophobie zu analysieren, zu verstehen. Es geht also um ein Beispiel für etwas, was viel breiter ist als nur
die Beziehung zwischen Nichtjuden und Juden oder um den Hass oder die Feindschaft von Nichtjuden auf Juden. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist auch der Begriff Genozid relevant, da der Antisemitismus, so behaupten wir, dazu geführt hat, dass es zur sogenannten Endlösung kommen konnte, ist das Problem Genozid oder ist die Bezeichnung Genozid auch relevant für die Ortung des Antisemitismus in einem breiteren Rahmen. Man sieht also, die Auseinandersetzung mit dem Thema Antisemitismus muss sich erstens also mit der Geschichte der Entwicklung des Begriffs hat damit zu tun und mit dem breiteren Rahmen, in den man die besondere Art von Genozid, besondere Art von Rassismus, besondere Art von Vorurteil hineinsetzt. Eine Diskussion, die immer weiter rollt, ist um die Frage, hat sich der Antisemitismus mit der Zeit radikalisiert? Ist es populärer geworden? Gibt es mehr oder gibt es weniger Antisemitismus? Das heißt, man versucht auch diese Qualität des Antisemitismus zu quantifizieren. Wie können wir sagen, dass der Antisemitismus radikaler wurde? Eigentlich ziemlich einfach, nachdem wir die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges schon hinter uns haben. Radikaler als die sogenannte Endlösung kann ein Vorurteil nicht werden. Aber die andere Frage, die man statistisch beantworten soll, gibt es heute mehr Antisemitismus als vor ein Jahr, zwei Jahre oder 50 Jahre? Gibt es in Deutschland mehr oder weniger Antisemitismus als in Frankreich, Russland oder in Palästina? Das sind Fragen, die man nur dann beantworten kann, wenn man systematisch versucht, irgendwie Antisemitismus zu quantifizieren. Was soll man quantifizieren? In der Regel geht es um Straftaten, die Statistiken, die immer wieder erscheinen und die immer großposaunt werden, die konzentrieren sich meistens auf Straftaten. Die Zahl der Straftaten ist von Jahr A zu Jahr B größer geworden. Also befinden wir uns in einer Tendenz zur Vermehrung oder zur Ausbreitung des Antisemitismus. Man kann selbstverständlich auch über andere Elemente sprechen, die auch sehr oft in den Statistiken erscheinen und die auch in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielen. Also nicht nur Straftaten allgemein, sondern Gewalttaten. Ist Gewalt ein Indiz dafür, dass oder die Gewaltanwendung gegen Juden ein Indiz dafür, dass Antisemitismus mehr wird oder weniger wird? Aber das alles relativiert sich, wenn man eine andere Frage stellt, wo auch die Statistik Antworten geben kann. Und das ist die Frage nach der Einstellung von Menschen. Auch wenn man nicht zur Gewalt greift oder wenn man keine Straftat übt, kann man eine Einstellung haben, die man als antisemitisch bezeichnen kann. Genauso wie beim Thema Rassismus oder beim Thema Misogynie. Es ist eine Einstellung, die nicht unbedingt zu Taten führen muss. Und das will man auch messen. Das ist meines Erachtens eine besonders wichtige Komponente, die man messen muss, um mindestens das Potenzial für spätere Umsetzung in Taten zu eruieren. Nur wenn das Potenzial vorhanden ist, wenn die Meinung vorhanden ist, wenn die Einstellung, die Attitüden sich verbreitet haben, kann auch nachher
die können die Zahlen der Straftaten oder der anderen Arten von aggressiven oder von aktiven Antisemitismus zum Vorschein kommen. Da sehen wir, dass die Meinungsumfragen zeigen, dass bis zum Anfang der 60er Jahren in Deutschland mindestens der Antisemitismus sehr stark geprägt war. Die verschiedenen Fragen führen dazu, dass man sagen kann, 30%, vielleicht auch mehr, sind stark antisemitisch oder mindestens antisemitisch angehaucht, vielleicht auch mehr als 50%. Diese Art von Einstellung wird mit der Zeit schwächer. Heute spricht man, genauso wie vor 20 Jahren und auch vor 30 Jahren, von einem Potenzial von etwa 20% Leute, die man als Antisemiten bezeichnen kann. Man muss selbstverständlich hier genauer sein, wie man eigentlich den Antisemiten definiert. Man hat eine Reihe von Fragen mit einem antisemitischen Komponenten. Wenn man eine bestimmte Zahl von Fragen auf eine bestimmte Art beantwortet, gilt man als Antisemit. Das heißt, auch diese Bewertung ist sehr flexibel zu betrachten. Aber eine Sache ist klar, wenn wir dieselbe Methode über eine längere Zeit für verschiedene Gesellschaften anwenden, haben wir eine Möglichkeit, Zeiten zu vergleichen oder Gesellschaften über Zeiten zu vergleichen oder verschiedene Gesellschaften miteinander zu vergleichen. Und da können wir wissen, ob der Antisemitismus im Aufwind ist oder eher umgekehrt, ob der Antisemitismus in einer Gesellschaft größer ist oder etablierter ist als in einer anderen Gesellschaft. Wie gesagt, geht man davon aus, und das zeigen die verschiedensten Recherchen über Antisemitismus in Deutschland, dass es Fluktuation gibt, klar, aber die Zahlen oder die Prozente mehr oder weniger konstant sind. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung besitzt antisemitische Vorurteile, Einstellungen, und die Aufgabe, wenn man Antisemitismus bekämpft, ist eben, diese Gruppe zu erreichen und dort mit Hilfe von Erziehung und Sozialisation etwas zu ändern. Nun ist das, was ich bisher erzählt habe, gültig für alle Gesellschaften, für die gesamte Zeit bis heute. Man muss aber hier wieder zurück zu dieser Frage kommen, ob es eine neue Qualität von Antisemitismus gibt. Und da ist der Anfang der Antwort bei der neuen Definition. Was sich nach Anno 45 geändert hat, noch bevor es zu den Wellen von Antisemitismus gekommen ist, die man als neuer Antisemitismus bezeichnete, war, dass der klassische Antisemitismus nicht mehr alleine die Definition von Antisemitismus ausmacht. Nach dem Jahr 45, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, gilt auch ein bestimmter Umgang als Antisemitismus. Antisemitismus ist auch das Leugnen oder die Relativierung der Shoah, des Holocaust. Das heißt, das ist eine neue Form von Antisemitismus, die es nicht vor 45 hätte geben können. Das ist neu und das wird auch analysiert und wird auch dann in den Statistiken mitgezählt. Inwieweit das, was man in der Regel sekundärer Antisemitismus nennt, das heißt die Leugnung der Shoah oder Relativierung der Shoah, inwieweit die ausgeprägt ist, auch im Vergleich zum sogenannten klassischen Antisemitismus.
Und es gibt noch eine dritte Art von Antisemitismus, die auch erst später entstehen konnte. Und das ist das, was für meine Ausführung besonders wichtig ist, der sogenannte israelbezogener Antisemitismus. Da der Staat Israel erst im Jahr 48 entstand, etwa um die Zeit, wo auch die Bundesrepublik entstand, konnte es erst dann einen Antisemitismus geben, der sich gegen Israel richtet. Die Grundannahme ist aber, dass der Antisemitismus, der sich klassisch gegen Juden als Minderheit gerichtet hat, sich jetzt neu organisierte und sich zum Ziel genommen hat, Israel anzugreifen oder mindestens zu kritisieren. Und wenn Israel das Ziel des Angriffs ist, dann heißt es eben israelbezogener Antisemitismus. Nur ist selbstverständlich hier die große Frage, wie definiert man einen israelbezogenen Antisemitismus? Ist alles, was israelkritisch ist, oder alles, was sich nicht positiv um Israel herum passiert, etwa ein Ausdruck von Antisemitismus, oder muss man hier etwas genauer, etwas präziser werden? Es gibt gerade in den letzten Jahren, gerade deswegen, einen großen Streit. Ihnen muss ich nicht erzählen, also wie empfindlich die deutsche Bevölkerung ist, wenn es um den israelbezogenen Antisemitismus geht. Sehr viele Leute sind besonders vorsichtig im Umgang mit dem Thema Israel oder israelische Politik, weil man quasi automatisch, wie bereits in der Einleitung gesagt wurde, als Antisemit dann gebrandmarkt wird. Hier muss man selbstverständlich wieder zu einer wissenschaftlichen Definition greifen, um zu wissen, was eigentlich den israelbezogenen Antisemitismus ausmacht. Es gab eine wichtige Entwicklung beim Thema Antisemitismus seit kurz vor Ende des 20. Jahrhunderts. Es entstand eine Initiative, die wir heute IHRA nennen, International Holocaust Remembrance Alliance. Das heißt, eine Initiative, sich mit dem Thema Holocaust auseinanderzusetzen und beim Thema Holocaust sich auch auf Antisemitismus zu konzentrieren. Diese Initiative, die unterstützt wird von vielen Staaten, also mehr als 30 Staaten, gehören zu diesem Aggregat. Diese Initiative versuchte auch, Antisemitismus neu zu definieren oder so zu definieren, dass man ein Mittel hat, um Antisemitismus zu bekämpfen und dagegen Antisemitismus vorzugehen. Die Definition an und für sich ist eine relativ kurze, einfache: Hass auf Juden, Judenfeindschaft, eine Betrachtung der Juden als Kollektiv im negativen Sinne, das ist alles nicht neu. Nur versuchte diese Organisation und diese Initiative mit Hilfe von Beispielen zu zeigen, was eigentlich Antisemitismus praktisch bedeutet. Und da sieht man, da gab man 11 Beispiele, und von diesen 11 Beispielen sind 7 oder haben 7 mit dem sogenannten israelfeindlichen oder mit Israel bezogenen Antisemitismus zu tun. Das bedeutet, dass Israel mit der Zeit mehr und mehr in den Mittelpunkt der Beschäftigung mit Antisemitismus rückt. Oder anders formuliert, das, was wir als klassischer Antisemitismus kennen, wird mindestens marginalisiert. Dann ist die Frage, ist tatsächlich diese Art von Antisemitismus, israelbezogener Antisemitismus, so wichtig und so einfach
zu beschreiben oder zu definieren, dass wir uns darauf tatsächlich dann konzentrieren müssen. Meine Meinung ist eine andere. Ich bin nicht alleine. Es gab gegen die IHRA, also IHRA, Definition, eine Gegendefinition, die heißt die Jerusalem Declaration on Antisemitism aus dem Jahr 21. Das heißt, eine Deklaration, die etwas ein Jahr alt ist, und die versucht, die Betonung des israelbezogenen Antisemitismus zu entschärfen oder mindestens Richtlinien schaffen, um zu erklären, wo wir nicht, wenn wir Kritik ausüben, eine Art von israelbezogener Antisemitismus benutzen. Also Kritik an die israelische Politik ist nicht per se eine antisemitische Kritik. Kritik an die Besatzungspolitik, Kritik an das, was man heute Apartheid im Westjordanland nennt, muss auch nicht automatisch Antisemitismus heißen. Das besagt nicht, dass Antisemitismus nicht eine Rolle spielen kann. Die Frage ist nicht, ob die Kritik an und für sich dann automatisch Antisemitismus heißt, sondern die Motivation. Sind die Stereotypen, die benutzt werden aus dem alten Arsenal des Antisemitismus, dann ist eben die Israel-Kritik antisemitisch. Wenn nicht, dann eben nicht. Wenn die Vorurteile, die für den klassischen Antisemitismus typisch sind, eine Rolle spielen, dann befinden wir uns im Bereich des Antisemitismus. Sonst ist es antisemitismusfrei oder vom Antisemitismus nicht berührt. Die Unterscheidung zwischen den drei Arten von Antisemitismus beschäftigt dann auch den Deutschen Bundestag. Es gab eine Kommission, einen Expertenkreis des Bundestages, der im Jahr 2017, das heißt vor 5 Jahren schon, seine Befunde und seine Empfehlungen zu Papier gebracht hat. Und dort wird die Unterscheidung sehr klar gemacht zwischen dem klassischen Antisemitismus, dem sekundären Antisemitismus und dem israelbezogenen Antisemitismus. Und das Interessante dabei ist, dass der klassische Antisemitismus weniger als 10%, etwa 5% in der Einstellung der Gesellschaft zu finden ist. Das heißt, das ist eine im Vergleich zu früheren Zeiten, nicht nur im Vergleich zum Jahr 1950, sondern auch im Vergleich zum Jahr 1990, eine Verbesserung. Das galt für das Jahr 2017. Ob heute die Zahlen genauso stehen wie damals, kann man selbstverständlich recherchieren. Aber es ist klar, dass der sekundäre Antisemitismus, das heißt Holocaust-Leugnung oder Holocaust-Relativierung, viel stärker präsent ist in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft. Und das gilt auch für andere Gesellschaften in Europa. Und das Überraschende vielleicht ist, dass der sogenannte israelbezogene Antisemitismus am meisten als Antisemitismus vorzufinden ist. Da müssen wir uns selbstverständlich fragen, was lief schief? Ist es der Umgang mit dem Holocaust? Ist das, was zum Beispiel die AfD tut, den Holocaust als Vogelschiss zu bezeichnen, eben repräsentativ für eine Reaktion einer Gesellschaft auf den Umgang, auf dem eigenen Umgang mit der Erinnerung an den Holocaust? Und beim Thema israelbezogener Antisemitismus ist die Frage, ob tatsächlich hier
alles, was wir unter dem Dach israelbezogener Antisemitismus aufzählen, tatsächlich Antisemitismus ist. Die Tendenz der Gruppe, die hinter dem Jerusalem Declaration of Antisemitismus steht, ist eben, dass der Begriff israelbezogener Antisemitismus zu weit genommen wurde und deswegen wir hier uns auf einem Boden bewegen, wo die Zahlen keine klare Sprache sprechen. Hier muss man vorsichtig sein, hier muss man etwas genauer sein und sonst kann es auch ein Backlash geben, kann es zu einem Boomerang-Effekt führen. Dann sind wir wieder zurück bei der Frage, was ist die neue Qualität des Antisemitismus? Wir haben jetzt gesehen, es gibt neue Arten oder neue Definitionen, die aufgrund der Entwicklung nach 1945 als Antisemitismus benannt werden, den sekundären und den israelbezogenen Antisemitismus. Aber wenn man von einer neuen Qualität spricht heute, spricht man sehr oft von etwas ganz anderes, nämlich von einer anderen Verbreitungsmethode des Antisemitismus. Was sich so radikal geändert hat, waren die Instrumente der Verbreitung des Antisemitismus. Wir wissen, man muss unterscheiden zwischen einer Verbreitung aus der Gesellschaft selbst, die in die Gesellschaft hineingeht, und die Verbreitung, die verursacht wird von der Regierung oder vom Regime. Der Extremfall war die Politik der Nationalsozialisten oder die Politik des Dritten Reichs, aber es war keine Ausnahme. Eine antisemitische Politik, das heißt Politik des Landes, des Staates, wurde auch schon vorher oder war auch schon vorher in Europa bekannt, in Polen, in Rumänien, wenn man will, auch in der Sowjetunion. Auf nicht formalen Ebene gab es auch eine antisemitische Haltung in anderen Staaten, die wir zu den Demokratien zählen, inklusive die USA, inklusive die Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder, ob es der Staat ist oder ob es eine Agentur der Gesellschaft ist, versucht, ihre Botschaft in der Gesellschaft zu verbreiten. Für den Staat ist es am einfachsten, und das sind, oder sahen wir am ehesten in der Zeit des Dritten Reichs, wie der Staat eine Politik, eine antisemitische Politik betreibt, eine Politik in Gesetze umsetzt, auch in Gewalt umsetzt, formal von oben. Aber es gibt in anderen Gesellschaften auch die Möglichkeiten, Antisemitismus zu propagieren, Antisemitismus zu verbreiten. Früher war es über Schriften, später über Radio, auch andere elektronische Medien. Was sich revolutioniert hat in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren, ist die Rolle, die die sozialen Medien in der Verbreitung auch von Antisemitismus spielen. Deswegen befassen sich heute viele Antisemitismusforschung mit der Frage, wie verbreitet sich, inwieweit ist die antisemitische Propaganda oder die antisemitische Einstellung über die sozialen Medien verbreitet. Ein Aufsatz über Antisemitismus in TikTok ist spezifisch für unsere Zeit typisch und nicht unberechtigt. Das Problem mit dieser Art von Statistik, die sich hierher gibt, ist eben, dass wir uns mit einem Phänomen befassen, der sowieso sich rasant verbreitet. Information und Desinformation über die sozialen Medien.
Das heißt, auch wenn wir einen Bericht lesen über eine Recherche, die zeigt, dass bei TikTok oder bei Twitter Antisemitismus oder antisemitische Posts oder Messages in einem Jahr 10-mal so viel sind als im vorigen Jahr und so weiter und so fort, bedeutet das nicht, dass die Präsenz des Antisemitismus unbedingt größer wurde in der Gesellschaft, weil eben diese Medien, die sozialen Medien, in allen Bereichen mehr präsent sind, mehr artikuliert sind und statistisch erfassbar sind und deswegen die Zahlen, die sehr oft auf diese Ecke kommen, uns relativ wenig sagen. Eine Sache ist aber klar, dieses Instrument ist besonders effektiv, um Antisemitismus, auch Antisemitismus, zu verbreiten. Und das konnten wir auch in den letzten 2 Jahren deutlich sehen, als es um die Verbreitung oder um die Diskussion zum Thema Pandemie lief. Antisemitismus ist, und da kehren wir wieder zurück zu den Wurzeln und zu der Definition, Antisemitismus ist immer ein Versuch, die Juden als Feind darzustellen. Und dieser Versuch führt dazu, dass immer wieder Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Juden gehören zu den Verschwörungstheorien schon seit dem Mittelalter oder seit dem Altertum. Man versucht, das Unglück oder die Misere zu erklären und mit einer pauschalen Erklärung wie der Jude ist schuld oder die Juden haben Schuld daran, gibt man eine Antwort, die sehr oft befriedigend ist, weil sie nicht eine lange Recherche benötigt. Man geht davon aus, dass Juden eben ein Unglück sind, Unglück bringen und deswegen, wenn wir eine Pandemie als Unglück betrachten, gehören die Juden dazu oder gehört auch eine Verschwörungstheorie, die sich auf die Juden konzentriert, dazu. Und wenn wir das gesagt haben, ist es klar, für die Pandemie, um der Kampf um die Pandemie, um die Mittel, Pandemie zu bekämpfen, spielten die sozialen Medien eine zentrale Rolle. Und in diesem Rahmen war auch der Antisemitismus oder spielte auch der Antisemitismus eine Rolle. Ob aber das bedeutet, dass der Antisemitismus heute stärker wurde, ausgeprägter wurde als früher, darauf gibt es keine Antwort. Wir wissen nur, dass wir hier ein Mittel haben, ein Instrument haben, um antisemitische, klassische antisemitische, sekundäre antisemitische und israelbezogene antisemitische Vorurteile oder Ideen zu verbreiten. Ich möchte die Ausführung mit der folgenden Bemerkung schließen. Es ist immer die Absicht der Antisemiten, ganz bestimmt, wenn es um die Politik geht, die Juden, den Juden die Schuld in die Schuhe zu schieben. Alle Maßnahmen, die Antisemiten unternehmen gegen die Juden, werden als eine Reaktion auf eine Initiative oder auf eine Verschwörung der Juden präsentiert. Auch im Dritten Reich waren alle Mittel, die man gegen Juden angewendet hat, immer als Reaktion auf eine Provokation der Juden dargestellt. Die Juden waren am Zweiten Weltkrieg schuld. Die haben den Zweiten Weltkrieg begonnen, so die Nazi-Propaganda. Und deswegen konnte man die Juden dafür bestrafen. Die Endlösung wird auf diese Art und Weise so dargestellt. Solche Ideen sind nicht aus der Fläche verschwunden. Gerade letzte Woche hat der russische Außenminister
der Außenminister eines Aggressors erklärt, weshalb die Ukraine auch unter jüdischer Führung, der Präsident ist Jude, ein Repräsentant des Nazismus oder des Faschismus ist. Eben deswegen, weil die schlimmsten Antisemiten eigentlich selbst Juden waren. So seine Behauptung. Das heißt, auch ein Politiker von heute, der eine aggressive Politik betreibt, der für Völkermord verantwortlich ist, benutzt dieselbe Masche, die man früher auch im Nationalsozialismus benutzt hat. Die Schuld liegt eigentlich beim Opfer. Damit schließe ich meine Einleitung. Damit versuche ich zu beantworten, ob es eine neue Qualität im Antisemitismus gibt. Die Antwort ist, eine neue Qualität ist das nicht. Wir haben schon ziemlich alles vorher schon vorgefunden im Antisemitismus. Wir haben nur neue Mittel und neue Instrumente, um Antisemitismus zu verbreiten. Dann für diesen klar strukturierten Vortrag, der ja dann auch mit klaren, dezidierten Thesen endet. Wir haben natürlich auch wie immer die Möglichkeit für unsere Zuhörer und Zuschauer, Fragen an den Referenten zu stellen, und davon ist ja auch heute natürlich Gebrauch gemacht worden. Ich darf jetzt der Reihe nach diese Fragen vortragen und Sie bitten, sie zu beantworten. Die erste Frage: Kann es sein, dass der Begriff neuer Antisemitismus verwendet wird, um das Nachkriegsdeutschland reinzuwaschen? Nach dem Krieg musste Deutschland ja gut werden. Antisemitismus hatte angeblich keinen Platz mehr und der neue Antisemitismus sei somit keine Fortsetzung des bösen Deutschlands. Also diese Frage ist berechtigt. Wenn man von einem neuen Antisemitismus spricht, hat man eigentlich eine Bestätigung für die Stunde Null gefunden. Das heißt, es gab einen Antisemitismus, der bis Anno 45 besonders aggressiv war. Mit diesem Antisemitismus ist es schon vorbei und jetzt befinden wir uns in einer neuen Phase. Nur ist der Begriff neuer Antisemitismus nicht ein purer deutscher Begriff. Diesen Begriff benutzt man international, weil man eben mit den neuen Elementen des Antisemitismus konfrontiert ist. Also wie bezeichnet man Antisemitismus, der nicht von rechts, sondern von links kommt? Wie bezeichnet man einen Antisemitismus, der nicht von aus den Wurzeln des Christentums stammt, sondern aus den Wurzeln des Islams? Also es gibt immer neue Varianten von Antisemitismus und dann verkürzt man das auf neuer Antisemitismus. Also es ist kein spezifisches deutsches Problem, das ist ein Problem nicht nur der westlichen Welt, sondern der Welt, die sich immer wieder mit Juden oder mit Antisemitismus befasst. Nächste Frage: Wie kann man Ihrer Meinung nach am besten Antisemiten erreichen und ihre Meinung ändern? Das ist nicht einfach zu beantworten. Also, Früher waren Antisemiten für Antisemitismusgegner viel schwerer zu erreichen. Die waren nicht gesprächsbereit. Ich kenne mich sehr gut in der Geschichte des Antisemitismus in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg oder sogar vor dem Nationalsozialismus aus. Also die Antisemitismus waren nicht gesprächsbereit. Also die waren überzeugte Antisemiten, gingen davon aus, dass sie das Recht haben und waren nicht bereit zu argumentieren. Deswegen waren auch die Juden immer in der Zwickmühle. Sollte man reagieren auf den Antisemitismus, wenn es sowieso bei den Antisemiten nicht ankommt? Oder sollte man den Antisemitismus totschweigen, so hieß es, mit der Hoffnung, dass die Antisemiten irgendwie im Hintergrund verschwinden? Beide Antworten waren praktisch
nicht sehr oder führten nicht zum Erfolg. Heute ist es einfacher. Wenn jemand einen Post schreibt, der Antisemit ist, kann man darauf antworten. Da kommt man sofort in eine Art von Gespräch. Sehr oft redet man aneinander vorbei. Das heißt, dass es nicht zu einem Dialog kommt, sondern nur zu einem Schimpfwechsel. Aber heute kann man eher zu einem Gespräch mit Antisemiten kommen. Das ist aber wahrscheinlich nicht der Weg, um Antisemitismus zu bekämpfen. Wie man es auf Hebräisch nennt, man muss ihn töten, nur noch, solange er noch klein ist. Das heißt, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und mit Antisemiten soll im Prozess der Sozialisation beginnen. Das heißt, dass die Leute nicht in diese Falle hinein geraten, Antisemit zu werden oder antisemitische Vorurteile zu vertreten. Das gilt übrigens nicht nur für den Antisemitismus, das gilt für die Erziehung im Allgemeinen gegen Vorurteile, gegen Rassismus, gegen überzogener Nationalismus und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall geht es auch für den Antisemitismus. Das A und O ist die Erziehung in der Schule, außerhalb der Schule, die formale und informale und formelle Erziehung. Dann Leute von einem Vorurteil abzubringen, ist besonders schwierig, weil wir wissen, rationale, logische Argumente überzeugen nicht. Man kann mit den besten Argumenten dort stehen und die kommen nicht an. Antisemitismus wie andere Vorurteile, die kommen so aus dem Bauch heraus. Und das zu bekämpfen bedeutet eben irgendwo im Gefühlsbereich etwas radikal zu ändern, um den Antisemitismus oder andere Art von Vorurteil zu überwinden. Das ist sehr schwierig, das ist meist aussichtslos. Und deswegen kehre ich wieder zurück zu dieser Grundannahme. Der Kampf gegen Antisemitismus, wie der Kampf gegen alle Vorurteile, beginnt im Prozess der Erziehung, schon wenn das Kind 2 Jahre alt ist. Und dann muss es immer weitergehen. Danke. Nächste Frage. Welche Rolle spielte die zionistische Bewegung in Bezug auf den Antisemitismus? Ist der Begriff Antisemitismus der Gegenbegriff zum Zionismus? Ich bitte um Verzeihung. Moment. Ja, Entschuldigung. Ja, jetzt sind Sie wieder da. Ich bin wieder da und die Beleuchtung ist auch besser. Der Zionismus versuchte eine Antwort sein auf den Antisemitismus. Der Zionismus erklärte sich selbst als Antwort auf den Antisemitismus. Theodor Herzl, der Erzvater des Zionismus, meinte, Antisemitismus ist eine Krankheit, typisch für Europa, für die europäische Gesellschaft. Um diese Krankheit zu heilen, ist die Auswanderung der Juden nach Palästina oder irgendwo anders hin notwendig. Das war seine Vorstellung und deswegen konnte er sehr gut mit Antisemiten kooperieren. Er traf den Kaiser, er traf den Zar oder er traf Minister im Zarenreich und konnte sie vom Zionismus überzeugen, indem er sagte, wir Zionisten helfen euch, Antisemiten, euer Problem zu lösen. Ihr wollt keine Juden, wir wollen die Juden zusammenbringen in ein neues Land, nach Palästina. Und so hat der Zionismus von Beginn an eigentlich mit dem Antisemitismus kooperiert. Schlimmer noch, er hat die Grundannahmen des Antisemitismus akzeptiert. Das ist kein unbegründeter Vorwurf. Das ist ein Problem, das der Zionismus aufweist.
Nun geht es noch einen Schritt weiter. Der Zionismus versuchte ja, das Problem zu lösen. Die Gründung des Staates Israel hätte eigentlich die Lösung des Problems werden müssen. Es gibt Juden in Israel, mehr und mehr Juden kommen nach Israel, weniger Juden befinden sich im Ausland, in der Diaspora. Und ich rede nicht von der Reduzierung der Nummer der Juden durch den Holocaust. Und sehe, trotzdem kann der Antisemitismus weiter existieren. Das heißt, irgendetwas war an der Grundannahme, an der Grundhypothese des Zionismus falsch. Noch mehr, wenn Israel zum Ziel des Antisemitismus wird, bedeutet es, dass Israel statt eine Lösung eine Verschärfung des Problems geworden ist. Ob diese Interpretation wasserdicht ist, ist selbstverständlich zu bezweifeln. Aber als Paradox muss man das als Antwort auf diese Frage stellen. Die gleiche Person stellt die Frage, wurde damals in der Nation die neue zionistische Bewegung wahrgenommen und dadurch einen Grund gefunden, den neuen Antisemitismus heraufzubeschwören? Wieder ist das Wort neu zu relativieren. Ich habe mich also mit dem Erfinder des Begriffs Antisemitismus befasst, seine Biografie aufgeschrieben. Und schon er, etwa 20 Jahre nach Erfindung dieses Begriffs, er war schon alt und krank, reagiert auf die Gründung der zionistischen Bewegung. Er ist hellwach und weiß Bescheid, hier ist eine zionistische Bewegung entstanden, die das Ziel hat, nach Palästina aufzuwandern. Was tue ich damit? Ist das für mich eine Lösung als Antisemit, wo ich auch früher immer sagte, weg nach Palästina? Oder eher umgekehrt? Und die paradoxe Entwicklung bei ihm führte dazu, dass er zum Gegner des Zionismus auch geworden ist, und zwar aus einem bestimmten Grund. Die Zionisten wollen ihre Leute nach Palästina bringen. In Palästina wohnen Araber. Wie wird es zwischen Juden und Araber sich weiterentwickeln? Er prognostizierte, und zu Recht, dass es hier zu einem Konflikt kommen wird. Das heißt, dass das Thema Judenfrage nicht konklusiv beantworten kann. Die Nazis versuchten auch hier denselben Weg zu gehen. Die versuchten, die Juden nach Palästina zu vertreiben. Die Politik des Dritten Reichs hat die Auswanderung von Juden nach Palästina begünstigt. Also eine Vertreibungspolitik, die darauf setzte, dass die Zionisten sowieso daran interessiert sind, ihre Leute aus Deutschland nach Palästina zu holen. Also kooperieren wir, die nationalsozialistische Politik, mit den Zionisten, um die Juden loszuwerden. Aber es dauerte nicht sehr lang, bis zum Jahr 38, spätestens bis zum Jahr 39, wo die Nazis auch eine andere Schlussfolgerung erreicht haben. Aha, auch wenn alle Juden nach Palästina gehen, ist die Judenfrage nicht gelöst, weil dann Palästina, das ist wieder das Vorurteil gegen Juden, das antisemitische Vorurteil, die Juden werden das als eine Art von jüdischem Vatikan benutzen, als Sprungbrett für ihre Weltherrschaft, von der die Antisemiten überzeugt waren und die Nazis auf jeden Fall. Und da sind wir die auch Gegner der Auswanderung der Juden oder der jüdischen Besiedlung von Palästina geworden. Und wir wissen ja Bescheid. Wenn Rommel Palästina erobert hätte,
standen schon die SS-Leute zur Verfügung, um die Konzentrationslager in Palästina zu errichten, um die Leute dort zu ermorden. Das heißt, die Geschichte der Unmöglichkeit, mit Hilfe des Zionismus eigentlich für Antisemiten die Judenfrage zu lösen, ist eine lange Geschichte, die begann schon vorher. Als der Staat Israel entstand, blieb dieselbe antisemitische Haltung aufrecht. Das heißt, Juden können auch keinen eigenen Staat führen. Dieser Staat muss eine Gefahr sein. Und deswegen sind wir als Antisemiten auch gegen diesen Staat der Juden. Das bedeutet nicht, dass es die israelische Politik war, die dazu geführt hat, sondern die Existenz des Staates Israels als Repräsentant der Juden. Das hat nichts mit der anderen Frage zu tun, nämlich inwieweit Israel Politik gegenüber Palästinenser oder überhaupt nicht ein Grund wurde, um Kritik an Israelis zu üben. Kritik an Israelis ist okay, wenn man daraus schließt, dass man Kritik an die Juden, wieder die Pauschalisierung, üben darf oder die Kritik als Grundlage für eine Einstellung benutzen kann, dann befinden wir uns wieder im Bereich des Antisemitismus. Und für diesen Antisemitismus sind nicht Israel, nicht der Zionismus und nicht die Gründung des Staates verantwortlich. Würden Sie sagen, dass eine Organisation wie der BDS nicht an sich antisemitisch ist? Also an und für sich ist es keine Organisation. Das heißt, das ist keine einheitliche Organisation, soweit ich mich da auskenne. Es gibt Schattierungen und man muss hier, wie bei jeder Art von Kritik an Israel, genau beobachten, spielen hier Stereotype, Vermutungen, Vorurteile antisemitischer Natur eine Rolle oder nicht? Also wenn man davon ausgeht, als BDS, die Juden müssen weg aus Palästina, weil die eben Juden sind. Da befinden wir uns im Bereich des Antisemitismus. Wenn wir Juden boykottieren, weil die eben Juden sind und nicht, weil die israelische Besatzungsmacht eben die Westbank beherrscht, sind wir im Bereich des Antisemitismus. Wenn ich Israel deswegen boykottiere oder israelische Waren boykottiere, weil die aus den besetzten Gebieten stammen, ist es an und für sich kein Antisemitismus. Und da sollte man sich die Ausführungen des Jerusalem Declaration on Antisemitismus anschauen. Dort versuchten wir sehr genau zu unterscheiden, wo die Beteiligung an dieser Organisation oder an der Tätigkeit dieser Organisation als Antisemitismus verstanden werden kann und wann nicht. Automatisch ist BDS nicht antisemitisch. Was glauben Sie, helfen Begegnungsprogramme oder Gedenkstättenbesuche? Die Teilnehmer sind in der Regel ja schon älter mit möglicherweise verfestigten Vorurteilen. Das ist wieder eine Frage für Didaktiker und für Erzieher. Also ein Besuch kann selbstverständlich Vorurteile festigen, bestätigen, kann selbstverständlich dazu beitragen, dass man Vorurteile hinterfragt. Wie effektiv ein Erziehungssystem auch in einer Gedenkstätte ist, kann man nur messen, wenn man nachher mit Hilfe von Umfragen herausfindet, war man erfolgreich oder war man nicht erfolgreich. Ein Besuch an und für sich in einer Gedenkstätte bedeutet nicht, dass man das erreicht, was die Erzieher, die Pädagogen, die hinter dieser Gedenkstätte stehen, erreichen wollten. Also ich vermute, und ich kenne mich da ziemlich gut aus,
dass die Erzieher, die Pädagogen, die Wissenschaftler, die an Gedenkstätten arbeiten, eine sehr seriöse Arbeit vorbereiten, um Besucher zu überzeugen, dass eben hier dass eben das Ziel, das Sie erreichen wollen, eben andersrum. Also diese, Verzeihung, die Erzieher und die Pädagogen gehen davon aus, dass das, was Sie erreichen wollen, mit Hilfe der Methoden, die Sie anwenden, auch erreicht werden. Wir wissen auch, und das kenne ich auch aus verschiedenen Gedenkstätten in Deutschland vor allem, dass Kinder oder Besucher nicht immer überzeugt sind von dem, was ihnen dort angeboten wird. Da ist es eine Herausforderung für die Erzieher, für die Leute, die für diese Gedenkstätten verantwortlich sind. Ich kann es auch mit Israel vergleichen. Auch eine Gedenkstätte in Israel kann kontraproduktiv wirken. Also wenn man mit einem Vorurteil dorthin kommt und mit einem Vorurteil sich anschaut, was dort in der Gedenkstätte gezeigt wird. Das kann immer kontraproduktiv sein. Damit muss der Pädagoge rechnen und darauf muss er sich vorbereiten. So, die letzte Frage. Sie deuteten im Vortrag an, dass nicht ganz berechtigte Antisemitismusvorwürfe zu einer Gegenreaktion führen, beziehungsweise können. Können Sie das bitte näher erläutern? Also, die Ausgangsposition ist, auch wenn diese Vorwürfe kommen, wenn die auch ungerecht sind, Erzeugen Sie keinen Antisemitismus auf der anderen Seite. Sie können nur vorhandenen Antisemitismus zum Artikulieren bringen. Sie können selbstverständlich eine Reaktion herbeiführen. Wenn ich unschuldig bin an etwas, reagiere ich selbstverständlich. Und die Reaktion kann auch vehement sein. Und die wird dann zu rechtfertigen sein. Eine klare Sache. Nur in dem Moment, wo die Reaktion dann antisemitische Züge vorzeigt, da ist es nicht mehr die Verantwortung der Person, die den Vorwurf gemacht hat, sondern dann liegt es bei der Grundhaltung dessen, der darauf reagiert. Da muss man sehr fein unterscheiden. Auch diese Vorwürfe, die ungerechten und unfundierten Antisemitismusvorwürfe, dürfen nicht eine Rechtfertigung als Rechtfertigung gelten für antisemitische Reaktionen. Ja, ein klares Wort. Und da schließe ich mich dem Dank, der ein Zuschauer hier uns mitgeteilt hat, ganz herzlich an. Vielen Dank für diese klaren Worte. Vielen Dank für diesen sehr klar strukturierten, hervorragenden Vortrag und für die fachkundige Beantwortung der Fragen. Also ich bedanke mich bei Ihnen und bei den Zuhörern und ich hoffe, dass beim nächsten Mal ich auch dreidimensional da im Saarland erscheinen kann. Ja, das wird nicht nur mich, sondern unter anderem auch unseren Freund Rainer Hudemann, Professor früher hier an der Saar-Uni im Bereich Geschichte, den Sie ja sehr gut kennen, freuen. Und er hätte Sie heute Abend auch sehr gerne begrüßt. Aber was heute nicht ist, kann ja in der Zukunft noch werden. Eben, auch in Pandemiezeiten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Danke sehr, ja. Ebenfalls.